Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Musikalisch kam irgendwie nicht so viel, was mich jetzt groß, ne? Weiß nicht, keine Ahnung. Kommt gerne auf meinen Discord, da machen wir gerade einen Beat-Contest. Ja, da gibt's Samples und ihr könnt Beats machen und vielleicht werden welche geplaced. Mit Timey habe ich schon welche gehört und tatsächlich hat er schon einen für sich gepickt. Von daher, Leute, kommt gerne vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir lassen es mal wieder ein bisschen lustig werden, ja. Ich glaube, das tut uns gerade ganz gut. Re-Upload, ich habe irgendwie gesehen, dass irgendeine Zeile von Kolle oder irgendwie sowas falsch war. Deswegen hat das neu gemacht. Sehr respektvoll, finde ich. Ne? Nicht einfach online lassen wegen den Klicks oder sonst was, sondern nochmal neu hochladen, weil ja, da wohl irgendwas falsch war. Finde ich cool. Okay, die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines, Nummer 19. Ich bin bereit. Oh Mann, dieses Lied, Alter. Timbaland! Okay, warte mal. Kurdo, Hände weg. Scheiß immer noch auf Trap Beats. Scheiß immer noch auf Trap Beats? Warte, ey. K.U. auf Trap Beats. Wie kann sowas eigentlich passieren, Alter? Ist man dann, das zeigt eigentlich, dass man in verschiedenen Vibes ist, ne, als Künstler. Ne, mal hat man Bock auf sowas, dann hat man vielleicht ein paar Tage später Bock auf doch vielleicht sowas, ne, Trap, dann doch nicht oder so. Ja, das ist, ja. Gut, ist halt dumm, wenn es auf einem Album passiert. Ja. Oh, Snagger und Pillard, Alter, Legenden. Und auf einmal, geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich komm mit, Digga, das ist so ein kranker Stil von denen, ne? Grundeis, denn ich stopfe das Maul, als ob euch 10 Meter Arsch in den Mund scheiß. Warte mal, was? Was? Das Bild kam zu schnell. Und auf einmal geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich stopfe euch das Maul, als ob euch ein 10 Meter Arsch in den Mund scheißt. Ja, das waren Snagger und Pillard halt, ne? Ekelhaft. Oder Chakusa. Oh, geil! Jawohl! Worum geht's? Gucke nicht mehr auf Preisschilder. Ah, oh, okay. Den hätte ich jetzt gar nicht so in meinem Kopf gehabt. Gucke nicht mehr auf das Preisschild. Geh in die Boutique. Na, Jamule war nice. Und dachte nicht mehr auf die Preisschilder. Ich muss wirklich sagen, es ist lange Zeit her, dass ich mir das letzte Mal ein Preisschild ansah. Guck nicht mehr auf Preise, denn die Rolli ist jetzt leicht auch. Ah, okay. Jamule schon zweimal dabei. Geh, schau ich nicht die Preise an, nein. Mache direkt. Boah, wird das ganze Bild voll damit? Okay, dann sind das einige. Alle leer und guck nicht mal auf die Preise. Chill am Kudamm, lauf ins KDW, guck nicht auf Preise, Digga. Nein, nie wieder auf die Preisschilder achten. Oh ja, ich bin so reich. Oh ja, ich bin so reich. Okay, Moneyboy hat gewonnen. Moneyboy hat gewonnen. Nein, ich schau nicht auf den Preis. Ja, ja. Erste Nennung. Oh, ist sogar die erste Nennung, Alter. 2011. Digga, krass. 2011, wow. Ich habe von 2013, habe ich euch eine Nostalgie-Reaction für den Dezember schon aufgenommen. Und zwar Matrix, Valentina, Alter. Da kommen noch ein paar mehr, aber geiler Song gewesen. Alles für die Gang und ich guck nicht auf den Preis. Und nochmal Bones. Oh, okay, dann haben wir jetzt zweimal Jamule, zweimal Bones. Keine Ahnung vom Preis. Nein, ich guck nicht aufs Schild. Nein, ich guck nicht auf den Preis, ne? Was geht eigentlich mit Lilano, Alter? Digga, der hat so diese Autotune, emotionalen, keine Ahnung was, Beats, hat der gerockt, Alter. Warum kommt da eigentlich gar nichts mehr? UFO haben wir schon wieder. Okay, UFO haben wir jetzt zwei, Jamule haben wir zwei und Bones haben wir zwei. Brauch mich halt, kauf Designer und Yenkalle. Ja, nochmal Yenkalle. Ja, ich kauf Designer. Dritte Mal Yenkalle. Damit haben wir ja am Ende einen Gewinner bekommen. Dreimal, Alter. Okay. Also jemand, der oft etwas sagt, hat es meistens nicht, ne? Wobei ich es bei den anderen eher ausschließen würde. Aber okay, keine Ahnung, Alter. Über den hat man ja auch komische Sachen gehört, ne? Boah, what the fuck? MJ, der Gangster-Boss, Schrägstrich El Chapo. Ey, mein Körper wie gemalt von Picasso. Picasso, 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 Picasso. Ja gut, Picasso war jetzt nicht so bekannt für die realistischsten Körper. Ich bin der King. Oh, auf der Baumschule für Sauschwule. K1, Alter. Ah, der Beat war doch Welcome to Detroit. Warte mal, war das Welcome to Detroit City? Welcome to Detroit City. Das war doch, ja, das war der Beat, ne? Sonderschule für besonders Schwule.
Go. Du warst auf der Baumschule für Sauschwule, Sonderschwule für Besonderschwule. Okay. Go. I'm badass. Leave. Okay. Leave. Go. Leave. Go. Go. Er lebt nach, die Kugel hat dir wie getan, jetzt stehst du nur noch auf einem Bein. Pelikan. Ah! Okay. Ja, also ein Flamingo sollte man schon auseinanderhalten, ne? Der Pollack. Guck, wie ich Tuni. Oh Mann, Tuni, Alter. Okay. Guck, wie ich das handhabe, denn ich mach nie wieder krumme Dinge. Ja, irgendwas mit Banane? Banane. Okay, der war sehr offensichtlich. Aggressiv wie die Labradore. Ja, das ist uns aber öfter aufgefallen, dass Labradore irgendwie genannt werden, obwohl ich das nicht ganz verstehe. Ja, diese aggressiven Hunde. Ex gon' give it to ya war das, oder? Yeah, yeah. Labrador Retriever, Retriever sind gutmütig. Ja. Mama, mach dir keine Sorgen, als ich geboren wurde, war ich schon gestorben. Mein Kopf um die Nabelschnur. Du bist blond. Hä? Hä? Okay. Bushido ist der Letzte. Oder? Ist das der Letzte schon? Du redest über Rap wie ein Ärgers. Er hat Digger gesagt, oder? Er hat Digger gesagt. Safe Call. Von die Black Kinderficker, aka töte Digger. Töte Digger. Okay. Nein! Oh, geiler Beat. Von wem ist der Beat? Von wem ist der Beat, Alter? Ist der von Explosive selber oder was? Eieiei. Ja, war wieder. Dankeschön. Ich wünsche euch was. Danke. Tschüss.